Heute sitzen Flo und Felix mit ihren Wunschkisten auf dem großen Teppich im Wohnzimmer und schauen ihre Wünsche noch einmal genau durch, überlegen und entscheiden dann, welche Wünsche ihnen besonders wichtig sind. Philippa bringt zwei schöne Papierbögen. Auf diese schreiben oder kleben die Kinder ihre Wünsche ans Christkind.
Flo wünscht sich ein grünes Kleid mit Kapuze und ein Mikroskop, mit dem sie Pflanzenteile genau betrachten kann, ein Spiel und ein paar Bücher. Felix wünscht sich ein Lego-Flugzeug, einen Kuschelhasen, ein neues Memory-Spiel und ein Puzzle. Die Kinder schneiden die Fotos und Zeichnungen zuerst zurecht und kleben sie dann fein säuberlich auf ihre Papierbögen. Flo fügt einige persönliche Zeilen an das Christkind hinzu und Felix verziert seine Wunschliste noch mit einigen glänzenden Sternen und Engeln. Dann falten die Kinder die Briefe und stecken sie in Kuverts. Flo schreibt auf beide Kuverts an das Christkind. Philippa sitzt in dem gemütlichen Sessel vor dem Ofen und schreibt. Was schreibst du da? Will Felix wissen. Ich schreibe auch einen Brief an das Christkind. Du auch? Fragen Felix und Flo wie aus einem Mund. Ja, warum denn nicht? Lächelt Philippa. Ich habe gedacht, das machen nur Kinder, sagt Flo. Ja, das habe ich bis jetzt auch gedacht. Aber heute hatte ich Lust, es zu versuchen. Ich glaube, dass es auch für Erwachsene wichtig ist, sich etwas zu wünschen. Was hast du denn geschrieben? Lies vor, fordert Felix seine Mama auf. Philippa zögert kurz, sagt dann jedoch, gut, setzt euch zu mir. Liebes Christkind, ich danke dir, dass du in den letzten Jahren schon so viele unserer Wünsche erfüllt hast. Ich wünsche mir eine zauberhafte Adventzeit mit vielen kleinen magischen Momenten. Ich wünsche mir, dass ich diese Momente bewusst erleben und gemeinsam mit Fred und den Kindern genießen kann. Ich wünsche mir, dass ich weiterhin so viel Freude an meiner Arbeit habe und viele spannende neue Projekte machen darf. Ich wünsche mir für das nächste Jahr viele schöne Erlebnisse, die mich tief im Herzen erfreuen. Ich wünsche mir Gelassenheit und Zeit, um zur Ruhe zu kommen und so oft wie möglich auf mein Herz zu hören. Ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben und jeden Tag genießen. Ich wünsche mir, dass die Welt ein bisschen friedlicher wird und dass wir selbst in unserer Familie und in unserem Umfeld den ersten Schritt dazu machen. Danke, liebes Christkind. Philippa. Should tumble and fall, or
Die Tage nach Weihnachten sind in der Caretta sehr gemütlich. Die Kinder lieben es, den ganzen Tag im Pyjama herumzulaufen. Auch Philippa und Fred genießen es, einfach in den Tag hineinzuleben, ohne bestimmte Pläne. Fred und Felix sind in ein Memory-Spiel vertieft. Philippa sitzt auf der warmen Ofenbank am Fenster, ihrem Winterlieblingsplatz, und schaut in die Ferne. Ab und zu trinkt sie einen Schluck Kaffee. Flo setzt sich zu ihr und fragt: Was machst du, Mama? Philippa sieht Flo an und antwortet: Nichts. Nach einer kurzen Pause ergänzt sie lächelnd: Und ich genieße es sehr. Warum? Was ist so schön daran, nichts zu tun? Fragt Flo neugierig. Ich weiß nicht, überlegt Philippa. Wir haben meistens irgendetwas zu tun. Arbeiten, kochen, essen, lesen, mit anderen reden. Aber das tust du doch alles gerne, oder? Unterbricht sie Flo. Ja, ich liebe es, etwas zu tun, verschiedene Dinge zu erleben, Neues auszuprobieren. Und auch meine Arbeit macht mir große Freude. Aber genauso wichtig ist es für mich, einfach mal nichts zu tun. Diese Tage zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr sind für mich sowas wie, Philippa überlegt, ein Zeitniemandsland. Ein Zeitniemandsland, wiederholt Flo fragend. Ja. Das alte Jahr ist vorbei und wir haben vor Weihnachten alles getan, was zu tun war. Alles erledigt, was zu erledigen war. Und das, was kommt, kann noch warten. Deshalb kommt mir diese Zeit vor wie das Land zwischen zwei Ländern, das weder zum einen noch zum anderen Land gehört. Eben das Niemandsland. Es ist einfach schön, so viel Zeit zu haben. Aber wir haben doch immer gleich viel Zeit, überlegt Flo.
Jeder Tag hat 24 Stunden. Jede Woche hat 7 Tage. Philippa schaut nachdenklich aus dem Fenster und dann wieder zu ihrer Tochter. Ja, du hast recht. Das vergessen wir nur leider immer wieder. Wir sind selbst dafür verantwortlich, was wir mit unserer Zeit machen. Jeder hat genau gleich viel davon. Philippa nimmt Flos Schneekugel mit dem Esel, die neben ihr auf der Fensterbank steht, in die Hand und dreht sie um. Die zwei schauen den Schneeflocken in der Kugel zu, wie sie herumwirbeln. Philippa sieht Flo an und sagt: Deshalb habe ich den Jahresbeginn so gern. Da erinnere ich mich immer daran, dass wir selbst für unsere Zeit verantwortlich sind. Wir haben jederzeit die Chance, etwas zu verändern. Willst du denn etwas ändern? Fragt Flo neugierig. Das weiß ich noch nicht. Ich liebe es, einen leeren Kalender von mir zu haben. 365 Tage, die vor uns liegen und die wir frei gestalten können. Es ist wie ein Buch mit leeren Seiten und wir dürfen jeden Tag eine Seite mit unseren Erlebnissen füllen. Flo sitzt noch eine Weile schweigend mit ihrer Mama am Fenster und schaut in die tief verschneite Landschaft hinaus. Dann springt sie auf und sagt: Ich gehe spazieren. Fest eingemummt macht sie sich auf den Weg. Der Schnee knirscht unter ihren Stiefeln und die Welt erscheint ihr ungewohnt ruhig. Vor seinem Haus trifft sie Udo, der sich auch gerade auf den Weg macht und sich Flo gerne anschließt. Sie gehen eine Weile schweigend den schmalen Weg entlang. Hörst du, wie still es ist? Fragt Udo unvermittelt. Ja, ich glaube, Mamas Zeitniemandsland breitet sich gerade aus. Das Zeitniemandsland? Was ist das? Will Udo wissen. Meine Mama nennt die Tage nach Weihnachten und vor dem neuen Jahr so, erklärt Flo. Das heißt, das ist die Zeit, wenn etwas beendet ist und bevor etwas Neues beginnt. Stimmt's? Ja, genau, bestätigt Flo. Das gefällt mir, sagt Udo begeistert. Aber das bedeutet ja auch, dass es dieses Zeitniemandsland immer wieder geben kann, oder? Überlegt Udo. Ja, ich denke schon, sagt Flo zögernd. Zum Beispiel, wenn ich meine Hausaufgaben für den Tag erledigt habe und am Nachmittag nichts vorhabe. Oder wenn ich nach einem Flug einen Tag Pause in einer fremden Stadt habe, ergänzt Udo. Das ist wirklich toll, freut sich Flo. Ich will im neuen Jahr ganz oft in dieses Zeitniemandsland reisen. Und dazu brauchst du nicht mal ein Flugzeug, lacht Udo. Gestern nun, Hauptwerk und Sonnenscreme.
Flo ihren Nachbarn Udo Überflieger, einen Piloten, der viel in der Welt herumkommt. Udo ist gerade bei seinem Esel Fridolin im Stall und bringt ihm frisches Heu und Wasser. Glaubst du, der Stall, in dem Jesus geboren wurde, hat auch so ausgeschaut? Fragt Flo. Ja, vielleicht, schmunzelt Udo. Jedenfalls war da angeblich auch ein Esel dabei. Flo setzt sich auf einen Strohballen und erzählt Udo, was sie in den letzten Tagen gemacht hat. Sie erzählt auch von ihrer Mama, die immer die CD weiterschaltet, wenn stille Nacht kommt. Das kann ich gut verstehen, sagt Udo. Für mich ist dieses Lied auch etwas Besonderes und ich mag es nicht überall hören. Das Lied gibt es schon sehr lange, oder? Fragt Flo. Unsere Lehrerin hat uns erzählt, dass es auf der ganzen Welt bekannt ist. Ja, das stimmt, bestätigt Udo. Es wurde vor fast 200 Jahren geschrieben und am Heiligen Abend in einer kleinen Kirche in Salzburg zum ersten Mal gesungen. Und warum ist es auch heute noch so besonders? Will Flo wissen. Udo unterbricht seine Arbeit und setzt sich zu Flo auf den Strohballen. Ich glaube, weil es gerade in der heutigen Zeit eine tiefe Sehnsucht der Menschen anspricht. Eine Sehnsucht nach Ruhe, Stille und Geborgenheit. Die beiden sitzen eine Weile schweigend nebeneinander. Flo denkt über Udos Worte nach. Glaubst du, es ist heute schwieriger, diese Stille zu finden, als vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde? Fragt sie leise. Ich denke nicht, dass es heute schwieriger ist, die Stille zu finden, aber ich glaube, dass viele Menschen vergessen haben, danach zu suchen, erwidert Udo. Flo sieht Udo nachdenklich an und streichelt Fridolin über sein Fell. Vor ein paar Wochen war ich in einer sehr einsamen Gegend unterwegs, beginnt Udo zu erzählen. Dort habe ich eine Familie getroffen, die aus einer großen Stadt stammt und nun für einige Zeit in dieser einsamen Gegend lebt. Die Frau hat mir erzählt, dass sie hier gelernt hat, die drinnen Geräusche von den draußen Geräuschen zu unterscheiden. Drinnen und draußen Geräusche? Wiederholt Flo fragend. Ja, es gibt viele Geräusche um uns herum, die wir ständig hören. Manchmal sind es so viele, dass wir die drinnen Geräusche, die direkt aus unseren Herzen kommen, nicht mehr wahrnehmen. Alles verschwimmt dann zu einem großen Geräusche durcheinander. Und wie kommt man aus diesem Durcheinander wieder raus, will Flo wissen? Durch Stille, erwidert Udo. Ich glaube, für deine Mama ist das Lied Stille Nacht ein Drinnengeräusch, obwohl es von außen kommt. Deshalb will sie es nur dann hören, wenn die Stille wirklich da ist und sie genügend Platz hat, um sich auszubreiten, draußen und drinnen.